Gespannte Gesichter, Vorfreude, gegenseitiges Kennenlernen und viel Information. Der Start in einen neuen Lebensabschnitt beginnt. Anfang September begrüßt die Salzburg AG ihre neuen Lehrlinge. Wir haben heuer 21 Lehrlinge aufgenommen und wir haben da zwei Tage, die stehen unter dem Motto Meine Lehre, ein Neuanfang, wo die Lehrlinge gut vorbereitet werden, eine Einführung kriegen in die Salzburg AG und über die zwei Tage eben auch wichtige Persönlichkeiten kennenlernen, Unterweisungen bekommen, ihren Arbeitsplatz einweihen und somit mal gut vorbereitet sind fürs Arbeitsleben. Wir haben beim schon die ganzen Einschulungen gekriegt, wie wir uns verhalten, wenn wir zum Beispiel krank sind. Wegen der Superschool-Card, wir kriegen von der Salzburg AG eine Superschool-Card gestellt, dass wir in ganz Salzburg mit den Öffis fahren können. Finde ich auch ganz super, weil zum Beispiel kommen wir aus dem Lungau, ist auch ein breiter Weg und ist dann auch mit dem Auto gar viel zu fahren. Das Spannendste, das war heute, das mit der Sicherheitseinweisung, weil ich finde das sehr wichtig, weil man muss halt einfach auch auf seine Sicherheit achten, sonst kann einem etwas passieren. Also das Spannendste für mich war, dass wir von der Firma mal das Arbeitszeug bekommen haben, genauso wie das ganze Werkzeug. Ja, ich habe schon reingeschaut. Er hat zum Beispiel eine Säge, Isolierband, eine Brille, diverse Schraubenzieher. Ja, das sind Sicherheitsschuhe, also Arbeitshosen. In der Werkstätte ist das ein rot-schwarzes Gewand und die Elektriker sind dann in einem satten Rot, dass sie gut erkennbar sind. Während für viele die Entscheidung für einen Lehrberuf schwerfällt, scheinen die heurigen Lehrlinge der Salzburg AG ganz genau zu wissen, was sie wollen. Ich habe mich für einen Kommunikationselektroniker entschieden, weil ich mich immer schon für die Elektronik interessiert habe. Ich habe immer schon als kleiner Bub im Papa geholfen, da die Fernseher alles machen. Der beliebteste Beruf war wieder einmal unser klassischer Beruf, Elektrotechnik, Energietechnik. Ich habe mich seitdem ich klein bin so für Elektrotechnik und sowas interessiert. Ich hatte so einen kleinen Elektrobaukasten und sowas. Also ich habe mich für den Beruf Nutzfahrzeugtechniker und Kfz-Techniker mit dem Plusmodul Systemelektroniker entschieden. Und das wollte ich, weil ich wollte immer gerne irgendwas mit Elektrik, aber auch mit Mechanik machen. Für mich war das, wie ich selber eine Lehre angefangen habe, spannend, einfach einmal selber im Leben zu stehen, selber was machen, einmal nicht mehr diesen geschützten Rahmen zu haben, was man von zu Hause hat, dass man einfach selber sich bewähren muss. Also ich hoffe, dass ich ganz normal aufgenommen werde, also dass ich auch vom ersten Tag an mithelfen darf und sich mir alles Mögliche zeigen. Und am meisten hoffe ich auf ein gutes Arbeitsklima mit den ganzen Kollegen dann. Dass ich gut behandelt werde, dass alles super passt. Und ja, dass sie dann auch nach der Lehre noch weiter arbeiten darf bei der Salzburg AG. Wenn Sie sich für einen Lehrberuf bei der Salzburg AG interessieren, finden Sie alle Informationen dazu auf www.salzburg-ag.at/karriere.